Da oben, Park Ranger Obi, ein Pteranodon. Ja, nein, das ist ein Pterodaktyl. Nein, ich bin sicher, das ist ein Pteranodon. Nein, das ist doch ein Pterodaktyl. Es mag windig sein heute, aber ich kenne meinen Pteranodon. Oh Mann, du könntest recht haben mit dem Pterodaktyl. Ja. Aber genau deswegen arbeiten wir an den Dino-Identifizierungsfähigkeiten. Wir sind darin ziemlich schlecht geworden, findest du nicht? Ja. Ich weiß nicht mal mehr, ob Pteranodon oder Pterodaktyl ist, aber... Ist ein Pterodaktyl. Ja, na, ich könnte... Ja, aber weißt du was? Deswegen sind wir heute auf der Dinosaurierwelt in Texas. Yeah! Ich habe da mal ein Spiel vorbereitet. Ein Dinosaurier-Versteckspiel, alles klar? Ja, verstecken mit Dinos. Genau, wir identifizieren die Dinos und wer gewinnt, bekommt die Dinosaurier-Überraschungstüte. Wow, yeah. Gut, wollen wir reingehen und loslegen? Auf geht's. Auf geht's. Also, das ist der Ausgangspunkt für unser Versteckspiel auf der Dinosaurierwelt in Texas, okay? Gut. Gehst du vor oder soll ich vor? Ich gehe vor. Okay, du versteckst dich bei einem Dinosaurier, schickst mir ein Foto und ich habe 2 Minuten, um dich zu finden. Klar? Alles klar. Ich zähle auf 10, während du dich versteckst. Ich schummel auch nicht. Ja. Leg los. 1, 2, 3, 4. Dilophosaurus. Mann, ist der perfekt. Jetzt das gute alte Selfie mit dem dreisten Dilophosaurus. 9, 10. So, Park Ranger OB, wo steckst du? Komm raus, zeig dich, wo du auch steckst. Wahrscheinlich die Richtung. Lächeln, Dilophosaurus. Warte. Sehr gut. Ja. Jetzt verstecken. Okay, Park Ranger OB, wo steckst du? Komm raus, zeig dich endlich. Muss ich ihn noch schicken? Erledigt. Puh, hey, eine neue Nachricht. Oh. Hey, den Dino kenne ich doch. Mal überlegen. Ein Dilophosaurus. Oh Mann, hier wird er mich niemals finden. Wo ist der Dilophosaurus? Ich schätze da lang. Nur noch 10 Sekunden, das schafft er doch niemals. Okay, Obi. Du musst hier sein. Ich kann den Dilophosaurus schon riechen. Ich schätze, dass er das ist. Oder eine Brotzeit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nimm das! Ah! Wow! Wow! Oh nein, 2 Minuten, 10 Sekunden. Ja. Oh, dann kriege ich keinen Punkt. Ich bin dran. Okay. Mit Verstecken. Ja. Gut, du zählst auf 10. Klar soweit? 1. Und wenn ich mich versteckt habe, hast du 2 Minuten Zeit, okay? Dann los. 2, 3. Wow, was für tolle Dinos. Das klappt, das klappt. Allosaurus, ja. Dich kenne ich, Allosaurus. Super. Der perfekte Platz zum Verstecken, Park Ranger Obi, kommt nie darauf, wo ich gerade bin. 8, 9, 10. Ah, Moment. Oh, okay. Wo ist der hin? Hm. Nach da? So, ein guter Platz für ein kleines Selfie. Schön geworden, okay. Verschicken an Park Ranger Obi. Stoppuhr läuft. Okay, mal sehen. Ein Bild ist da. Ich frag mich, was das für ein Dino ist. Sieht irgendwie grün aus. Allosaurus! Ja. Gut, ist er jetzt da oder da? Da lang. Nur noch 30 Sekunden. Okay, 30 Sekunden. Ha. Vielleicht da oben lang. Schnell hin. Haha, hab dich fertig, Aaron. Oh, du hast mich gekriegt. Ich wusste, du bist beim Allosaurus. Ja, richtig. Das ist der Allosaurus da hinten. Gut, na gut. Diese Runde geht an dich. Jetzt darfst du dich wieder verstecken. Okay. Okay, wo willst du hin? Ich zähle bis 10. Los. Ha. 1, 2, 3. Dinosaurier, Dinosaurier, wo bist du? Carnotaurus, da bist du. Haha, perfekt. Und jetzt ein Selfie mit dem Carnotaurus. 5, 6. Ah! Okay, gut genug. Aber wo verstecken? Oh, abschicken. Gib mir einen Hinweis, Mann. Ich brauche Hilfe. Na endlich. Und? Okay, das ist doch was. Nur, was ist das für ein Dino? Eine harte Nuss, da bin ich echt nicht sicher. Aber Moment mal. Halt, stopp, diese Hörner. Haha, das ist doch ein Carnotaurus mit diesen Hörnern. Und zwar genau wie der. Nein, das ist ein Triceratops. Wo soll ich mich verstecken? Oh, nein, nicht da drüben. Vielleicht da? Ich hab's. Bei dem roten und gelben und blauen Parasaurolophus. So, ich verstecke mich hier.
Nicht da hinten, das hätte ich gesehen. Er muss den Weg lang sein. Na denn, jetzt geht's, Park Ranger Obi. Ich komme, dich zu holen, Kanotaurus. Das wird eng. Hallo, Kanotaurin, ich weiß, ihr seid hier. Ich nehme eure kanotaurischen Schwingungen wahr. Kanotaurus, direkt vor mir. Haha, Kanotaurus gefunden und 1,5 Minuten übrig. Jetzt fehlt nur noch Park Ranger Obi. Park Ranger Obi, wo steckst du? Oh, hey, was soll das sein? Sieht aus wie ein Verrückter. Dran gekriegt. Okay. Oh, Mann. Hey, ich habe die 2 Minuten unterboten, oder? Ja, 1,45. Okay, dann 1 Punkt für mich diesmal. Ja. Dann verstecke ich mich also wieder, ja? Okay. Und du zählst auf 10. 1. Wo lang? Da. 2. Das ist perfekt. Ein Stücki Moloch. Wird der nie erraten. 6. So, Stücki Moloch, jetzt ein schönes altmodisches Selfie. Na also, so wird es gut. Oh ja, so ungefähr, ja. 9, 10. So, wo ist der jetzt hin? Da oder dort? Ich nehme den. Sieht schön aus. Senden wir das an Park Ranger OB. Na gut, jetzt irgendwo verstecken. Wann kommt das Bild denn endlich? Oh, da ist es. Sofort einklicken. Ich spiele einfach einen Baum. Was ist das für ein Dino? Das Bild ist ziemlich schlecht. Ich zoome mal rein. Mal genau ansehen. Na klar, ein Stücki Moloch. Nur wo ist der? Da oder da? Da lang, ja. Er kommt. Hier ist es. Ein Stücki Moloch? 2 Stücki Moloche? Ein Parkranger am Baum. Moment, Park Ranger Aaron, du hast es nicht mal versucht. Ah, Zeit abgelaufen, 2:01. Was? Du warst zu spät. Die erste Runde ging an dich, die zweite an mich. Das heißt, jetzt kommt die Entscheidungsrunde, okay? 1, 2, 3. Mann, wen nehme ich denn bloß? T-Rex, das könnte ein Glückstreffer sein. Schnell, raus mit dem Handy. Für ein freundliches Bild mit T-Rex. 8, 9, 10. Obi, komm raus, zeig dich, wo du auch steckst, ich komme! Versenden und verstecken. Dieses Mal kriege ich dich in 2 Minuten, damit das klar ist. So, na endlich, da ist es. Alles klar, Ja, gut, mal sehen, wo er... Ganz offensichtlich ein T-Rex. Und jetzt hinter T-Rex verstecken. Gut, wo ist er denn hier in der Dinosaurierwelt? Oh, Moment, T-Rex ist doch hier, direkt vor mir. Hierher, T-Rex. Bei so einem Ei. Okay, hier sind Eier. Aber wo verstecken? Ja, vielleicht drin. Schlag den Maulwurf! Na also, der T-Rex. Er wurde entdeckt. Na dann, jetzt noch Park Ranger OB. Oh. Nur noch 30 Sekunden übrig. Schlag den Maulwurf! Okay, Park Ranger OB, wo bist du? Was sagt die Uhr? Okay, knapp. 5, 4, 3, 2, 1. Dieses Mal hat er sich gut versteckt. Was? Ist er etwa Park Ranger OB? Bist du da drin? Oh, Park Ranger OB, Mann! Haha, 2:10. Leider zu spät. Oh, Mann! Gib mir die Stoppuhr. Du kriegst noch eine Chance, mich zu finden. In weniger als 2 Minuten. Du hast das ganze Spiel gewonnen, wenn du das schaffst und bekommst den Überraschungspreis. Okay. Alles klar? Ja. Dann zähl bis 10. Und ich verschwinde. So, ich brauche einen Dinosaurier. Einen guten Dinosaurier, neben dem ich mich verstecken kann. Welchen würde Park Ranger OB wohl niemals erraten? Ich muss ihn doch irgendwie schlagen können in diesem Spiel. Oh ja. Ein Dryptosaurus. Absolut perfekt. Wieder das gute alte Selfie. Okay, senden an Park Ranger OB. Und jetzt noch irgendwo verstecken. Okay. Das sieht genau wie ein Dryptosaurus aus. Nicht allzu gut, aber besser als das letzte. Hier hinten rein. Gut. Da ist er doch. Ja. Noch 1,5 Minuten, Mann. Wieso ist der bloß so schnell? Perfekt. Jetzt bin ich bei dem Dryptosaurus. Aber wo ist Park Ranger Aaron? Hey, was ist das für ein seltsamer Busch? Ach, Mann, du hast mich gefunden. Oh, du hast sogar noch 30 Sekunden übrig. Jawohl. Damit hast du das ganze Spiel gewonnen, Park Ranger OB. Juhu. Okay, wollen wir zurück zum Dino Headquarter und die Überraschungstüte aufmachen? Sofort. Dann los! Und gespannt, was drin ist? Yeah!
Alles klar. Lass sehen. Für den Sieger. Oh, wow, wow, wow. Oh, ja, ja, da ist es. Nicht fallen lassen. Wow. Ein Airstorm Firetech Rocketcopter. Ja. Ich glaube, der steigt auf und leuchtet dann oder so. Der fliegt wow. hoch in die Luft. Na dann, aufmachen und ausprobieren? Ja. Also, ab geht's. Okay. Also, es leuchtet, gut. oder? Hier, siehst du diesen Schalter da? Oh, ja, ein. Hier. Und es leuchtet, aber ja. weißt du was? Ich glaube, er ist eher für nachts gedacht. Es ist noch zu ja. hell, jetzt im Sommer um diese Zeit. Das Zum ist die Abschussvorrichtung, ich oder? Ich mache das so daran fest Wie eine und... Steinschleuder, hä? Ziele und... Feuer! Wuhu! Mann. Wow, der war gut. Weit. Oh, ich kann das Ding sogar aufleuchten sehen. Mal sehen, ob ich das überbieten kann, hä? Oh, so. Jetzt aber! Yay! Yeah. Oh, Mann! Warte, ich will sehen, ob ich gewonnen habe. Habe ich gewonnen? Gewonnen! Wuhu! Oh, Mann, schon wieder gewonnen. Du gewinnst irgendwie immer. Ja. Okay, wir warten, bis es dunkel ist und versuchen es dann nochmal. Danke fürs Essen, Park Ranger Zoe. Ja, aber natürlich. Hat Spaß gemacht, so ein kleines Ranger-Picknick. T-Rex Ranch Dressing und so. Das war Park Ranger Perfektion. Oh, oh. Aber unser Dino-Check von heute Morgen war nicht Park Ranger Perfektion. Wir haben die Dimetrodons vergessen. Die sind schwierig zu zählen. Sie schleichen sich an und plötzlich stehen sie vor dir. Dann machen wir das besser gemeinsam. Hey, der Blaster funktioniert nicht. Und der hier auch nicht. Das ist seltsam. Ich frag mich, wie das passiert ist. Ich habe es heraufbeschworen. Wie wär's, wenn du hier bleibst und du sie reparierst, Naomi? Und wir beginnen mit der Zählung. Jeha, ich liebe es, Kühe zu zählen. Die Metrodons sind nicht wie Kühe. Ja, aber auch nicht viel größer als die Kühe auf unserer Farm. Aber viel schlauer. Wir müssen zusammenbleiben. Sie schleichen sich an dich heran und spring dich an! Wir nehmen lieber die Dino-Leckerlis mit. Du meine Güte. Okay, das waren drei Dimetrodons, aber es fehlen noch drei weitere. Lass uns zusammenbleiben und weit weg von ihnen. Oh, sieh, da ist noch einer. Ah, gut. Oh, aber er ist im Herbivorbereich. Das ist okay. Der Laserzaun ist an. Versucht er, den Bereich zu verlassen, bekommt er einen klitzekleinen Stromschlag, um ihn zu erschrecken. Oder ich treibe ihn, wie ich's bei den Kühen mache. Ich zeig's dir. Nein, 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 Maddie! Okay, wir haben vier Dimetrodons. Jetzt müssen wir noch zwei finden. Ich sollte ihr lieber helfen. Oh, hab sie schon gefunden. Hallo? Da lang, Kumpel. Also bei Kühen funktioniert das. Ha! Seht! Easy peasy! Er bewegt sich schon. Wie konntest du denn so schnell umdrehen? Du bist hinterhältig. Warum gehorchst du denn nicht? Probieren wir was. Also bei unseren Kühen funktioniert das. Nein? Willst du ein Dino-Leckerli? Hier für dich. Nein? Bist wohl eher ein Chai-Latte-Typ, hä? Ah! Wie kriege ich das Ding denn zum Laufen? Es funktioniert nicht. Es funktioniert! Hey! Aber wieso kommt er zurück? Och nö, ist das Teil jetzt etwa im Boomerang-Modus? Ah, es ist im Boomerang-Modus. Und mein Arm wird jetzt schon taub. Zum Glück war es kein super schlimmer Dart. Ich muss ihn reparieren, und zwar schnell. Brave Karnivoren. Oh, oh, hey, habt ihr Hunger? Ich habe leckere Snacks dabei.
Okay. Hier. Na los, mach dein Dino-Picknick. Das hat nicht geklappt. Hey, es ist okay, ihr habt eben keinen Hunger. Okay. Brave Dimetrodons. Oh. Ah, ihr wollt, dass ich bleibe. Habt ihr Spaß mit mir? Oh. Hey! Noch immer kaputt. Vielleicht weiß Park Ranger Aaron, was man da tun kann. Hey, Park Ranger Aaron hier! Hey, Park Ranger Aaron. Wir haben Probleme mit den Schlummer-Dart-Blastern. Sie klemmten. Und jetzt sind sie im Boomerang-Modus. Und nichts, was ich mache, funktioniert. Oh, das klingt nicht gut. Ich schick dir etwas rüber, das dir dabei helfen könnte. Okay, großartig. Danke, Park Ranger Aaron. Ein Schraubendreher? Mehr nicht? Er ist weg. Park Ranger Maddie, wo bist du denn? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin von zwei echt mies gelaunten Dimetrodons umzingelt. Die Snacks taugen gar nichts. Bitte komm! Ja, verstanden. Ich bin auf dem Weg. Dino Mist, du bist wieder da. Verstecken spielen ist dein Ding. Wie wär's denn mit diesem Spiel? Willst du angreifen, wie unsere Bullen es tun? Das Spiel kenne ich gut. Ah! Du bist aber kein guter Sportsmann. Ah! Hey, 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 hey! Ihr braucht nicht näher zu kommen. Ich kann euch auch von hier zählen. Ah! Picknick vorbei! Ah! Ja. Ich denke, das hat funktioniert. Wuhu! Yeah! Einer erledigt. Ein Blaster fehlt noch. Ah! Die Dimetrodons kommen! Wo? Ah! Du hast nicht zufällig den Dino-Sepper dabei, oder? Nope. Oh. Sie sind nicht hier. Sie sind weg. Ach, sind sie? Hey. Kommt jetzt raus, ihr gelbäuchigen Babys! Und stellt euch wie richtig Dinos. Nein, Maddie, sie sollen sich uns nicht stellen. Wir haben keines unserer Geräte dabei. Schon vergessen? Oh. Komm schon. Da lang, da lang, da lang. Da lang, oh, da lang, da lang. Versuch's mal hier. Okay, langsam wird's gruselig. Richtig gruselig. Okay, lass uns hier abhauen, bevor sie wirklich auftauchen. Ha! Seid ihr Zauberer oder so? Okay, okay. Oh nein. Wir wurden in die Ecke gedrängt. Es gibt kein Entkommen. Irgendwelche Ideen, wie wir nicht zu Dino-Futter werden? Wollt ihr euch nochmal verschwinden lassen? Ha! Ah! Ich glaube, sie möchten nicht. Hey, lasst meine Freundin in Ruhe! Hey, geht auf eure Zimmer oder das Abendessen fällt heute aus. Ich mach nur Spaß. Das war abgefahren, Naomi. Ja, danke für deine Hilfe. Na klaro. Ich habe die Dinge endlich zum Laufen gebracht. Okay, lass uns verschwinden, bevor sie zurückkommen. Ich frag mich, ob Schlummerdartblaster auch bei Kühen wirken. Das probieren wir später. Gehen wir? Das war ein intensiver Dino-Check. Es tut mir leid, Park Ranger Zoe. Du hattest recht. Dinosaurier sind nicht annähernd wie Kühe. Ich hätte auf dich hören sollen. Schon in Ordnung. Wir lernen alle noch.
Jetzt weißt du es ja und Dinosaurier sind mit keinen anderen Tieren vergleichbar. Ja, ich denke, ich bin es nicht gewohnt, böse zu irgendwelchen Tieren zu sein. Oh hey, du bist nicht böse. Du bist eben noch neu. Hast du denn schon immer gewusst, wie man Kühe hütet? Ich wette, du musstest auch erst lernen, wie man das tut. Das stimmt. So war's. Und jetzt bin ich gut drin. Siehst du, es braucht eben manchmal Zeit, bis man richtig den Dreh raus hat. Ja, ich habe viele Fehler gemacht, als ich angefangen habe. Wir alle haben das. Auch heute noch. Das gehört zum Parkranger-Sein dazu. Einige Fettnäpfchen. Aber wisst ihr, was da helfen kann? Teamwork. Und Blaster, die funktionieren. Schreiben wir auf, was wir gelernt haben. Das übernimmst du. Okay. Missionseintrag 624. Nutze keine Kuh-Tricks an Dinosauriern. Sie haben ein sehr unterschiedliches Verhalten. Und vor allem die Metrodons. Ja, sie sind hinterlistig. Sie können überall auftauchen. Nämlich so. Wie nochmal? Na so. Du bist echt gut im Dinosaurier imitieren. Oh, hey! Wir haben vergessen, die ganzen anderen Dinosaurier zu füttern. Ich rufe die Herbivoren. Ja, ich verstehe schon. Ja. Hey, wartet! Neun runter. Dieser legendäre Dino reagiert auf den Klicki-Klicki und fliegt hoch hinaus, beginnt mit einem F und endet auf R. Nicht der fliegende Mini-T-Rex. Na, Flugraptor! Du doch nicht! Hey, du musst doch Parkranger Madison sein. Ja, oder kurz Maddie. Oh, upsi. Das tut mir leid. Ach, schon okay. Ich hab doch nur rumgespielt. Also, Parkranger Aaron sagt, du wohnst erst seit kurzem in Kalifornien? Ja, meine Familie hat eine Farm hier. Die Bullen mag ich am liebsten, weil sie es einem so schwer machen. Das macht mir Spaß. Du passt einfach perfekt hierher. Wir haben eine Nachricht für dich. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Parkranger. Wir sind froh, dich im Team zu haben. Und achte darauf, den Schlummerdart-Blaster immer griffbereit zu haben. Und viel Glück bei der Betreuung von Park B. Wow, Mama, das war eine knackige Nachricht. Danke. Gern. Jetzt zeige ich dir, wie man die Dinos füttert. Komm mit. Stegosaurus. Hier, Kleine. Oh, nein, 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 nein. Dinosaurier mögen es nicht, wenn man was nach ihnen wirft. Das regt sie wirklich auf. Wirklich? Meine Farmtiere lieben es. Sie jagen es und spielen damit. Ja, nun, du musst es ihnen sachte auf den Boden legen. Pass auf. So. Tollstein, danke schön. Oh, mein Zeh, oh, mein Zeh. Oh, ich hasse Zehanstoß. Au, 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 au. Oh, sieh doch, sie frisst. Okay, dann eben einfach und langweilig. Gut, weißt du was? Du fütterst weiter und ich lege mal kurz meinen Fuß hoch. Schafft es dieser Giganotosaurus immer zu entkommen? Vielleicht ist der Laserzaun zu schwach. Oder ist es ein Trick? Wie auch immer, er muss zurück in seinen Paddock. Hier, wir zappen ihn hin mit unserem Dino-Zapper. Oh, darf ich bitte? Okay, aber pass auf dich auf. Geh nicht zu nah ran, Maddie. Du machst mir keine Angst, du gelbbäuchiger Dino-Rebell. Ist jetzt noch höher. Gehen wir los. Gut gemacht. Danke. Komm mit. Oh, ich bin so froh, dass der Tag fast vorbei ist. Oh, Dino, ich habe den Eimer vergessen. Ich gehe schnell los und hol ihn.
Wem gehört diese Uhr? Ah, Technikmagierin. Sie hat sie vermutlich beim tausendsten Versuch, sich auf die Ranch zu schleichen, verloren. Ich frag mich, was die wohl kann. Neun runter. Dieser legendäre Dino reagiert auf den Klicki-Klicki und fliegt hoch hinaus, beginnt mit einem F und endet auf ein R. Hm, nicht der fliegende Mini-T-Rex. Na, Flugraptor. Du doch nicht. Wie? Das war doch schon. Der Tag wiederholt sich. Die Uhr hat den Tag zurückgedreht. Echt? Guter Witz? Ich bin Madison. Maddie für Freunde. Stopp, warte! Oh, upsie. Das tut mir leid. Kein Problem. Hier, eine Nachricht für dich. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Parkranger. Sonderbar. Diese Uhr muss eine Art Zeitmaschine sein. Ich muss denselben Tag nochmal wiederholen? Oh. Wow, Mama, das war eine knackige Nachricht. Danke. Gern. Ich zeig dir, wie man die Dinos füttert. Okay. Wow, Stegosaurus. Hier, Kleine. Oh nein, wirf es ihnen nicht hin. Das mögen sie nicht. Du musst es sachte auf den Boden legen. Juhu, ich hab mir nicht den Zeh gestoßen wie letztes Mal. Oh yes. Oh, sieh doch. Sie frisst. Okay, dann eben einfach und langweilig. Moment mal. Jetzt müsste doch der Giganotosaurus kommen. Ja, ich war schneller. Vergiss den Eimer nicht. Ich bin so froh, dass dieser Tag fast vorbei ist. Fliegt hoch hinaus, beginnt mit einem F und endet auf R. Was zum Dino? Bitte nicht schon wieder! Na, Flugraptor. Du doch nicht. Ja, ich weiß, du bist Madison. Ja, Maddie für Freunde. Upsi, das tut mir leid. Kein Problem. Hier, fütter die Herbivoren. Nicht werfen, sondern auf den Boden legen. Einmal nicht vergessen. Okay. Jetzt reicht's. Die Technikmagierin muss herkommen und dieses Zurückspulen stoppen. Oder ich erlebe denselben Tag immer und immer wieder. Wie kontaktiere ich Olivia? Wahrscheinlich sieht sie uns sowieso geradezu. Ich versuch's über die Überwachungskameras. Hey, Technikmagierin. Ich weiß, dass du uns beobachtest. Hey, Park Ranger Zoe. Wie geht's dir? Also ich hab deine Zeitreiseuhr und ich durchlebe denselben Tag wieder und wieder. Meine Uhr, da hab ich sie vergessen. Ich such sie seit einer halben Ewigkeit. Nun, der Tag wiederholt sich andauernd. Wer erfindet denn so etwas? Ich wollte eine Zeitmaschine erfinden. Es funktioniert halt noch nicht so richtig. Entspann dich mal, ich bin 12. Okay, ich gebe sie dir zurück, aber nur, wenn du hierher kommst und mir dabei hilfst, das Ganze zu stoppen. Schön, Deal. Ich bin raus. Aha, ich glaube, ich hab's. Nein, nicht drücken! Beginnt mit einem F und endet auf R. Nicht schon wieder. Na, Flugraptor. Oder nicht? Hey, Maddie. Wow, woher kennst du meinen Spitznamen? Freut mich, dich kennst du. Oh,
Upsi, das tut mir leid. Hier füttert die Herbivoren. Nicht werfen, hinlegen, einmal nicht vergessen. Okay. Moment mal, was war das denn? Ich saß doch eben noch mit der Uhr bei dir. Und jetzt bin ich wieder zurück. Du hast den Knopf gedrückt. So ist das Zeit-Zurück-Reading passiert. Weißt du nicht, wie deine Technik funktioniert? Nö, ich konnte sie ja noch nicht testen, denn ich habe sie vorher verloren. Cool. Jetzt wiederholt sich der Tag wieder, weil du den Knopf gedrückt hast. Maddie weiß nicht, dass sich der Tag wiederholt, denn sie hat nicht den Knopf gedrückt. Nun gut, auch wenn keiner von uns diesen Knopf drückt, wird dieser Tag wieder von vorne beginnen, und zwar um 16.30 Uhr. Es sei denn, wir kriegen das Problem gelöst, denn wenn nicht, dann werde ich durchdrehen, wenn ich diesen Tag wieder und wieder und wieder erlebe. Okay, ich komme zu dir. Technikmagierin over and out. Okay, ich glaube, ich bin fast fertig. Nope, doch nicht. Definitiv nicht fertig. Oh nein, es ist kurz vor halb. Die Zeit wird gleich zurückgedreht werden. Tu doch was! Du bist die, die das ausgelöst hat. Du hast es erfunden. Okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Beeil dich, es sind nur noch ein paar Sekunden. Was ist denn bei euch los? Beginnt mit einem F und endet auf... Ah, komm schon! Na, Flugwerfer! Du doch nicht! Hey, Maddie. Woher kennst du meinen Spitznamen? Von wie kennst du... Oh, Upsi, das tut mir leid. Wir hängen für immer in dieser Zeitschleife fest. Die Technikmagierin hat versagt. Ich habe nie meinen fliegenden Mini-T-Rex gefunden. Was ist denn bei euch los? Ich hasse dieses Ding. Ich kann mich darum kümmern für euch. Eine Minute nach halb. Der Zeitreisefluch ist gebrochen. Was ist los? Ja! Ja! Oh mein Gott! Juhu! Geschafft! Aha! Oh yeah! Aha! Oh yeah! Und nach hinten! Aha! Oh nein! Ich hab den Giganotosaurus vergessen! Ja! Ja, ja. Solche Angst. Okay, Park Ranger Obi, das ist also deine Raketenangelroute. Lass mich sehen, wie sie funktioniert. Okay. Schieß sie doch einfach mal in die Mitte des Sees. Vielleicht fangen wir da ein paar Fische her. So, alles in Position bringen und los. Spielen und Feuer! Sieh dir an, wie das Baby fliegt. Ja, du musst nicht mal mehr wissen, wie man eine Angel auswirft, nicht wahr? Aufrollen. Ja, halt, warte, nicht zu schnell, sonst zu langsam, dass die Fische deinen Köder noch kriegen können. Und, habe ich was gesagt? Oh nein, da ist nichts, okay. Na gut, versuch's doch direkt nochmal. Feuer! Na der ging mal ab, du hättest beinahe einen Vogel gefangen. Yeah. Und jetzt roll das Baby mal auf. Es geht jetzt echt schwer. Was? Warte. Weil du was gefangen hast. Ich hab was gefangen. Du hast was gefangen. Was oh, lang, ganz lang. Ja, nicht, dass ja. du ihn noch verlierst. Weil er einfach zu groß ist, ein fetter, ein großer Fisch. Das ist ein tolles Essen heute Abend. Ja? Gleich was da, da, lass ihn gleich. Hey, was soll das sein? Oh, wow, echt schwer. Das sieht aus wie eine Flasche. Wow. Es ist eine Flasche. Nein, was macht eine Flasche hier? Na, das passiert ab und an mal. Du hast eine Flasche gefangen, kein Fisch. So. Hey, was ist denn da drin? Stopp mal. Mach das ist eine auf. Nachricht, Mann. Ich glaube, du hast hier eine Flaschenpost gefunden. Lass uns die aufmachen, okay? Hör schon auf. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. So eine Art Korb. So, halt mal die Hände hin und fang die Nachricht auf. Oh, da ist sie. Wow. Hey, was ist großartig, das? Kumpel. Gut, mach sie auf. Roll auf. Hey, eine Nachricht. Oh ja. Kochst du überm Holzstamm, grillst du einen Hund oder einen Lamm? Dino-Pussy. Hm? Warte, Moment. Ich glaube, das hast du falsch gelesen. Das klingt doch nach, kochst du über einem Holzstamm, grillst du einen Hund oder einen Lamm? Dino-Pussy. Ja, weißt du. Das klingt wie ein Lied, das jeder in der Dino-Schule gesungen hat. Weißt du, wie? Wenn du das und das und das tust, dann musst du auch noch das tun, Dino. Nein, das ist es sicher nicht. Das ist reiner Zufall. Aber weißt du, was das ist? Was?
Ein Hinweis für ein Rätsel. Ein Dino-Puzzle. Kopf über Holzstamm, grinsen rund oder ein Dach. Mit Feuer? Ja, ja. Aus einem Holzstamm kommt beim Grillen noch für gewöhnlich erstmal Feuer. Du kochst also über dem Feuer und grillst einen Hund. Und das Wir haben aber keinen Hund. Oh, heißer Hund. Wie? Hotdog im Englischen. Und der ist köstlich. Der wird gegrillt über Feuer, ja. Gut, wo machen wir Hotdog? Die Feuerstelle. Genau, da, wo wir lagern. Ja. Alles klar, schnell. Zeug sammeln wir vor Feuerstelle. Bei der Feuer... Moment mal. Ein Spinosaurus. Ja. Dann jetzt aber schnell zur Feuerstelle, bevor der uns noch grillt. Okay, Park Ranger Obi. Wo ist das Lagerfeuer? Weiß nicht. Sei wachsam hier. Könnte irgendwo ein Dinosaurier rumrennen. Aber gut, wir schaffen das schon. Was ist da? Mann, ey. Mein Schlummerdart ging nicht. Gut. Hier. Mann, oh! Oh nein! Mann. Oh nein, du hast dein Bein eingeschlummert, Alter. Oh Mann. Okay, alles gut? Geht's dir gut? Ja, alles gut. Okay, ja. Versuch das Gift rauszuschütten. Hey, da! Das Lagerfeuer, Feuer. Yeah. Okay, alles klar, dann los. Ja. Sieh dich um. Könnte jetzt. Ob hier irgendwo eine Nachricht ist. Hey, das erinnert mich, dieser kleine Zapfen da. Wenn wir später noch was kochen wollen, müssen wir dieses Feuer jetzt anzünden. Ja. Und zum Glück habe ich auch ein Feuerzeug bei mir. Zünden wir das Baby doch gleich mal an. Mhm. Oh ja, so soll das Moment sein. Moment mal. Das ist sie. Nein. Doch. Das ist doch die Nachricht. Was, die Nachricht? Oh, der Hinweis. Oh. Hol sie raus. Achtung, heiß. Verdammt heiß. Raus damit. Oh ja. Okay, weg damit. Ist die gerade äußerst heiß, dann sprühst du, wie jeder weiß, Dino-Puzzle. Stopp, halt, gleich nochmal, okay? Du musst dich reinversetzen. Ist dir gerade äußerst heiß, dann sprühst du, wie jeder weiß, Dino-Puzzle. Dino-Puzzle. Warum sind diese Hinweise denn so schwierig, hä? Ist dir gerade äußerst heiß, wie, was heißt das heiß? Ich meine, ja, es ist heute recht heiß, in der Tat, ja. Dann sprühst du, wie jeder weiß. Sprühst du ein Anti-Schnack-Spray? Oh ja, ist ja heiß. Willst du Abkühlung, oder? Oh ja. Und wer kann uns dafür ansprühen? Der Wasserschlauch. Oh ja, mit der Sprühdüse. Ja. Nehmen wir die Hinweise und gehen wir zum Wasserschlauch. Ja, nichts und halte den Schlummerdart-Blaster bereit. Oh. Beeil dich doch mal. Ja, tu ich doch. Lässt der Schlummerdart noch nicht nach? Ich hab immer noch kein Gefühl in meinem Bein. Kein Gefühl? Okay. Ist es immer noch taub? Hm, ja, siehst du irgendwo Dinosaurier? Weil ich sehe hier keine. Und der Schlauch, wo ist der? Ah, oh, da liegt er ja. Okay, gut. Überprüfen wir mal das alte Ding. Ja. Du hast mich erwischt, Mann! Oh nein, tut mir leid, Park Ranger Aaron. Oh Mann, du hast mir es echt gegeben, ja, Park Ranger Obi. Quer mir die Brust, den ganzen Arm. Sogar die Achselhöhle hast du nicht ausgelassen. Aber sieh mal, was ich gefunden habe. Hey, sieh mal da. Ja. Hey, das könnte der nächste Hinweis sein. Ja. Okay, du musst jetzt ganz schnell rennen, dann wird Papier verbrennen. Dino-Puzzle. Schon ganz schön, aber gleich nochmal. Du musst jetzt ganz schnell rennen, dann wird Papier verbrennen. Dino-Puzzle. Dino-Puzzle. Okay, warum wird das denn immer schwerer? Du musst jetzt ganz schnell rennen. Das ist dann der Fall, wenn ich wohin muss oder irgendwo T-Rex ist. Oh ja, T-Rex wäre ein Grund, aber verbrennt der Papier? Oh. Ja, warte, Moment, stopp, klar. Also du musst, okay, du musst aufs Klo, klar, und das Papier, du nimmst Klopapier und das verbrennt in unserem neuen Feuerklosett und die ganze Parkranger-Kacke verbrennt. Was? Seit wann haben wir das denn? Ja, ganz neu, angeschafft auf der T-Rex Ranch. Hey, lass uns direkt ins Klo gehen, ja? Okay, gehen wir. Okay. So, das ist es, das Feuerklosett. Yeah. Wunderschön und brandneu. Also das ist das Ding, das alle Geschäfte verbrennt? Ja, das ist, ja, so sieht's aus. Gut. Ja, das wird alles verbrannt. Gut, okay. Jetzt aber und mal so den Hinweis suchen. Hinweis? Zu mir. Hinweis. Ist der hier drin? Nein. Wo ist der denn? Auch nicht. Da, Hinweis! Der Hinweis! Ja. Da ist gar nichts drauf. Was? Ach, einfach abziehen. Ja, genau so. Yeah. Nimm's einfach an. Ich will es nicht zerreißen. So, okay, warte. Hey, warte, guck mal hier, was ist das? Sieht aus wie ein Bild. Bild, aber halt. Ja? Bei denen waren keine drauf. Doch. Oh, ja doch, da. Oh. Jedes einzelne. Moment mal. Dino-Puzzle. Du hast recht, das ist das Puzzle. Das sind Puzzlestücke. Schnell, ins Labor, wir fügen sie sofort zusammen. Beeil dich. Okay. So, Park Ranger OP, hast du alle Hinweise? Ja. Yep. Lass sehen, ob wir das lösen können. Okay, das kommt schon mal dahin. Gut, und das dahin? Ah. Noch das dahin. Das? Das was? Hier nach dort. Und dies dahin. Irgendwie kommt mir das etwas komisch vor, muss ich sagen. Aber das vielleicht kommt doch dahin. So oder so. Hier.
Na, ich glaube nicht, dass das so sein soll. Denk nochmal nach. Das ist irgendwie... Kopf ist da. Und dann ist da der Körper. Ja, aber jetzt warte doch mal. Na, ja, da. Oh ja, definitiv da. Gut. Hey, geschafft. Und was ist es? Ein Triceratops. Triceratops? Ja, sieht genau so aus. Na gut, haben wir das Rätsel jetzt gelöst? Das Puzzle ist komplett. Jetzt haben wir ein Triceratops-Bild. Wem soll das helfen? Ich weiß. Was? Triceratops-Spielzeug. Hier muss der nächste Hinweis sein. Nein, ich glaube, das ist es nicht. Weil, wenn es kein Bild ist und kein Spielzeug, bleibt nur ein Triceratops übrig. Der draußen im Park. Wir suchen den Triceratops, okay? Vielleicht ist das der Wunsch des Puzzles. Auf geht's! Okay, Park Ranger Obi. Wir sind dicht dran am Triceratops Paddock. Ja. Mach dich auf alles gefasst. Okay. Gut. Sehr gut. Ich meine, wir werden die Schlummerdarts für den Triceratops als Pflanzenfresser wohl gar nicht brauchen, aber auch unser Triceratops kann manchmal etwas gereizt sein. Von daher, wenn er uns über den Weg läuft, nimm dich in Acht, Triceratops. Okay, wo bist du, Triceratops? Oh ja, das ist... Oh Mann! Ein Schild. Das ist nur ein Schild, kein echter Triceratops. Was ist das? Da ist was auf dem Schild drauf. Was ist es? Was ist es? Am Triceratops-Schild ist eine Tasche. Oh ja. Holen wir dann runter. Ja, eine große alte Tasche. Wow, und guck mal. Oh ja. Glückwunsch zur Lösung des Puzzles. Hier ist dein Preis. Hey, es gibt einen Preis. Yeah. Sie haben das Puzzle gelöst. Hast du gehört? Ja. Was war das? Klang gruselig. Schnell zurück zum Dino-Headquarter. Da sind wir sicher. So, in Sicherheit. Und hier haben wir unseren Preis. Yeah. Sehen wir rein. Hier sind wir vor was auch immer sicher. Wow. Da ist ja einiges drin. Oh. Hey, großartig. Dino-Monster-Trucks. Die sehen ganz gut aus. Yeah. Na, da kannst du aber darauf wetten, dass wir da gleich ein Rennen fahren. Ausprobieren. Ja, und los. So, was hast du da jetzt eigentlich? Da ist Carnotaurus, Spinosaurus und T-Rex. Okay, ich schätze mal, das ist ein Pteranodon. Sowie ein Dilophosaurus und ein Triceratops. Okay. Du willst gegen meine Babys antreten? Ja, also. Dann zieh sie mal auf. Alles klar, los geht's. Das Baby hier ist gleich richtig geladen. Oh, okay, Moment. Ich zähle auf drei. Eins, zwei, drei, los! Oh, die Runde geht an dich! Aber damit werde ich dich schlagen. Wer zwei von drei gewinnt, okay? Los! Oh nein, was macht ihr denn da? Gleich lang. Letzte Runde. Los, Triceratops, du schaffst das. Lass mich nicht hängen. Drei, zwei, eins, los! Oh nein! Gewonnen! Nein, ich! Jawohl! Okay, Park Ranger Obi, weiter auspacken? Ja! Dann sehen wir mal, was ist... Interessant. Dafür gehen wir lieber ins Labor. Alles klar. Dann aber los! Los jetzt! Du. Alles klar, Park Ranger Obi. Bist du auf die Überraschungstüte gespannt? Yeah. Gut, dann so, mal los. So, nächste Lösung in 3, 2, 1. Ah! Hey! Oh, wow! Da schau her. Oh, cool. Bastel einen grauenerregenden T-Rex-Kopf und einen Flugsaurier. Ah, ist das stark! Hey, ich glaube, das ist sowas wie Origami. Welchen willst du? Ich hätte gerne den Pterodactyl. Dann nehme ich den T-Rex. Bauen wir sie zusammen und sehen, wer dabei besser ist. Oh ja. Dann fangen wir an. So, Park Ranger Obi, wir haben unseren Dinosaurier... zusammengesetzt. Sag uns, was das ist. Ist das nicht ein Pferd, oder? Ja, und er kann mit den Flügeln schlagen. Wow, cool, als ob er fliegt. Ja. Hey, dreh das Baby nochmal, damit wir es in allen sehen können. Der Kopf ist im Angriffsmodus kampfbereit. Ja. Okay, was kannst du damit machen? Was? Einen Windfaden dran machen und an die Decke. Ja. Und hier ist meiner. Ein großer, alter, fieser T-Rex-Kopf. Ja. Sieh dir die Zähne an. Die sind direkt bei der Zunge. Genau da. Oh, wie so, toll. Da hinten ist eine Papptafel, damit man das an jede Mauer hängen kann. Damit sich jeder zu Hause fürchten kann, oder? Ja. Alles klar. Bringst du die zurück zum alten Dino-Headquarter und stellst sie auf? Ja. Ich weiß gar nicht, welcher besser ist. Was meinst du? Meiner. Ich würde sagen, und die sind gleich. Flügel und auf denen fliegen wir zurück zum alten Dino-Headquarter. Hi, Park Ranger. Hey! Perfektes Timing. Ich muss die ganzen Sachen aufräumen. Hilfst du mir? Gibst du mir den Ultra-Dino-Zapper? Mhm. Ich habe damit gerade einen Dino in die Wild Zone gesappt. Wild Zone? Was ist das? Oh, das ist ein Sektor hier im Park, in dem alle Arten von Dinosauriern umherstreifen. Dort leben die etwas wilderen Dinos auf sich gestellt in freier Natur. Denn sie scheinen sich so wohler zu fühlen.
Und außerdem lassen sie sich nicht so einfach zähmen. Drum lassen wir sie in ihrer natürlichen Umgebung. Wilde Dinos in freier Wildbahn. Cool. Klingt genau richtig für mich. Mag sein, aber Vorsicht. Super gefährlich für Menschen. Du gehst da nicht alleine hin. Jawohl, Man. Hier, bitteschön. Danke. Oh. Maddie? Oh, oh! Ich hab's in die Wild Zone gesappt. Park Ranger Maddie, bitte komm! Zoe für Park Ranger Maddie! Falls du mich hören kannst, keine Panik. Bin auf dem Weg. Halte durch. Oh nein! Oh, ich bin sowas von gefeuert! Hallo? Park Ranger Zoe? Oh Mist. Und nun? Ich habe das Gefühl, dass wir überhaupt nicht mehr im Basiscamp sind. Ich glaube, das hier ist die Wild Zone. Park Ranger Zoe, kannst du mich hören? Ich bin mir nicht sicher, wo ich bin. Hallo? Oh nein! Ich muss diesen Kampf stoppen! Hey! Mein Schlummer-Dart-Blaster glänzt! Er funktioniert nicht! Ich werfe einen Blick in mein Mini-Park-Ranger-Handbuch. Hier steht es! Wild Zone. Seid vorsichtig, Park-Ranger. Viele Geräte funktionieren nicht in der Wild Zone. Oh, blöd. Was? Was dann? Nutzt lieber euren Park-Ranger-Verstand und befolgt unsere Wildnis-Tipps. Ja, hab's vergessen. Viele Geräte funktionieren nicht in der Wild Zone. Duh. Also, dieser Weg wirkt irgendwie sicherer. Aber wer weiß, wo ich Maddie hingesappt habe. Ich sehe in meinem Mini-Dino-Verschwörungshandbuch nach. Dino-Verschwörungstipp Nummer 42. Wenn du dich für einen Weg entscheidest, nimm den, der am gruseligsten aussieht. Sie wollen, dass du glaubst, der sichere wäre besser. Das ist ein Trick. Wer volle Hosen hat, wird ausgetrickst. Sei mutig. Okay, Zoe. Sei mutig. Nimm den unheimlicheren Weg. Puh. Das war knapp. Alle Dinos sind weg. Komm schon, Maddie. Du bist doch eine Naturliebhaberin. Das kriegst du hin. Parkranger Überlebenstipp Nummer 1. Das Wichtigste zuerst. Geht in den Schatten. Schon erledigt. Ich bin eben gut. Parkranger Überlebenstipp Nummer 2. Vergesst nicht, genügend zu trinken. Park Ranger Überlebenstipp Nummer 3. Beschafft euch Nahrung.
Man weiß nie, wie lange man in der Wildnis sein wird. Na toll. Okay, wenn ich ein Pflanzenfresser wäre, wo würde ich dann nach Futter suchen? Krill, Krill, ich will etwas futtern. Augenblick mal. Bingo! Das ist Maddys Betäubungsblaster. Ich komme der Sache näher. Halte durch! Ich komme jetzt zu dir, Parkranger Maddy! Der gruselige Weg war der richtige Weg. Oh nein! Ein Spinosaurus! Was soll ich tun? Parkranger Überlebenstipp Nummer 4. Tarnt euch, um euch vor Fressfeinden zu schützen. Ich kann sie nirgends finden. Ich hoffe, es geht ihr gut. Oh, ich informiere besser Parkranger Aaron. Dinosauerei, kein Empfang. Oh Mann, Dino-Vogelkacke, ach komm schon. Naja, laut der Dinosaurier-Legenden soll es Glück bringen, wenn man Dino-Vogelkacke abbekommt, also... Wehe, das stimmt nicht. Au, komm, Maddy. Maddy. Die Luft ist rein. Alle Dinos weg. Sicher sucht Parkranger Zoe bereits nach mir. Bloß weiß ich nicht, wie ich sie finden soll. Ich sehe besser in meinem Mini-Parkranger-Handbuch nach. Parkranger-Überlebenstipp Nummer 5. Wollt ihr in der Wildnis jemanden finden, sucht euch den höchsten Punkt aus, um die Wege zu sehen. Oder sogar eure Gruppe. Ja genau, wenn ich hoch genug steige, kann ich sie vielleicht sehen. Ich komme da schon hoch. Easy. Moment mal. Das sieht aus wie das Ende der Wild Zone. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Oder an die vorbei. Ich drehe besser um. Hey, Kumpel. Wirklich? Der Klicki-Klicki funktioniert ja auch nicht. Warte. Du kommst mir bekannt vor. Du bist der Raptor, mit dem ich geredet habe, als ich dachte, ich wäre ein Raptor. Vielleicht schaffe ich es nochmal mit dir zu reden. Es hat schon einmal geklappt. Toll, ich habe noch mehr Raptors gerufen. Jeha! Ich bin endlich oben. Na dann schauen wir doch mal. Da ist sie! Parkranger Zoe! Und was ist denn das für ihre Nase? Heiliger Dino, ein Rudel Raptor! Ich sollte ihr helfen! Ich kann zwar keine Geräte verwenden, aber ich kann sie sicherlich gut ablenken. Rabiat ist mein zweiter Vorname! Jeha! Kusch! Kusch! Geht bitte weg! Hier rüber, E-Raptor! Komm zu mir, E-Schätzchen! Komm her!
da etwas, was alle Kreaturen hassen. Wild oder gezähmt. Wenn man ihm Wasser direkt ins Gesicht spritzt. Die sollte funktionieren, denn es ist natürlich... Ja, funktioniert. Zeit für euer Bad, Freunde! Maddie, schnell! Zum Basiscamp geht's dort lang. Wir treffen uns dort. Los! Ja, mein Hund hasst das Baden auch. Cool. Das war ganz schön heikel. Es tut mir so leid, Maddie. Machst du Witze? Das war das beste Abenteuer, das ich je hatte. Ich konnte lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Nun ja, ich hoffe, du musst dieses Wissen nie wieder anwenden. Oh, hey, Park Ranger Aaron. Du wirst mir das zwar nicht glauben, aber wir saßen den ganzen Tag in der Wild Zone fest in Park B. Weißt du etwas über diesen Bereich? Ich weiß, dass es etwas holprig, knifflig sein kann. Wirklich knifflig. Alles meine Schuld. Ich habe aus Versehen Park Ranger Maddie dorthin gesappt, aber wir haben es zurückgeschafft. Gerade so. Diese Raptors sind ganz schön schlau. Na, immerhin hat niemand Dino-Kacke abbekommen. Ich würde das so nicht sagen. Wie kannst du denn davon wissen? Es stinkt bis hierher. Wie auch immer, wir müssen leider gehen. Sorry, ist echt dringend. Bye, Park Ranger Aaron. Danke für den Anruf. Okay, dann bis später. Missionseintrag 621. Entferne stets die Hinweise auf Dino-Kaka oder du musst es dir den ganzen Tag anhören. Sorry, es war zu lustig. Es ist ziemlich lustig und es hat mir Glück gebracht. Aha. Ich fand dich. Darum, danke, Dino-Vogel. Oh nein, nicht schon wieder. Hehehe.